Tägliches Seelenbrot zum 30. April. Also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus Kapitel 5, Vers 16. Oh, welch ein schöner und erfreulicher Anblick, der sowohl den Himmel als auch die Erde ergötzen kann, wenn ein Christ um den Weg des Glaubens und die Ehre des Lammes brennt, ja, vor Eifer gegen das Verdienst der Werke vor Gott brennt und zu gleicher Zeit der wohltätigste Mensch ist, reich an guten Werken und fleißig im Dienste des Herrn. Dies kann den Teufel ganz vernichten, so grämt es ihn, weil es nichts gibt, was sein Reich so zerstören kann, nichts, was so stark und so klar von der Wahrheit des Evangeliums zeugt, nichts, was so mächtig die Herzen ergreift und überzeugt, wie gerade diese Verbindung zwischen dem Eifer gegen das Verdienst der Werke und dem Reichtum an Beweisung der Werke. Habe ich nur das eine? Habe ich nur Eifer um den Weg des Glaubens und gegen das Verdienst der Werke vor Gott? Beweise ich aber nicht selber gute Werke, dann urteilen alle Menschen. Das ist ein bequemer Weg zur Seligkeit, nur zu glauben und dabei frei zu sein, etwas Gutes zu tun. Hast du aber das Zeugnis deiner Nachbarn, ja, aller Mitmenschen, dass niemand williger und fröhlicher ist, gute Werke zu tun als gerade du, der du die Werke so sehr schmähst und herabsetzt, wenn es sich um die Gerechtigkeit vor Gott handelt, dann verstopfst du den Mund der unwissenden und törichten Menschen. Dann werden alle redlichen Menschen zu denken genötigt. Nicht wegen seiner eigenen Gemächlichkeit redet dieser gegen das Verdienst der Werke, er beweist selber etwas anderes. Darum sind das sehr liebe Christen, die diese beiden Stücke aufs Genaueste miteinander verbinden. Sie eifern um das Verdienst des Lammes, sind zu gleicher Zeit aber reich an guten Werken. Lasst uns Gott bitten, solche Christen lange auf Erden behalten zu dürfen. Denn gerade durch sie werden das Reich Christi und die Ehre des Evangeliums aufs Kräftigste gefördert. Welche Schmach dagegen für den Christennamen, wenn ein Christ, der den Glauben bekennt, geistlich träge und unfruchtbar lebt, ja, durch hervortretende Unarten dem Lästerer Raum gibt. Da werden diejenigen, die sein schönes Bekenntnis hören, aber auch seinen schlechten Wandel sehen, ihm mit Verachtung den Rücken kehren und sagen müssen, bedeutet dein schönes Bekenntnis nichts mehr, dann kann auch ich ein Christ sein. So haben sie stärkste Stütze für ihre Unbußfertigkeit, für ihre Verachtung des Wortes von Buße und Bekehrung gehalten. Möglicherweise durch dich, durch einen Christen, der im Gegenteil doch zu ihrer Erweckung hätte dienen sollen. Welch erschreckliche Sache für das Gewissen, wenn deine Prüfungszeit zu Ende ist, wenn es vorbei ist, mit allen Gelegenheiten es besser zu machen, wenn du den Befehl erhalten hast, tue Rechnung. Du kannst hinfort nicht mein Haushalter sein. Welche herzverzehrende Angst, wenn du dich dessen entsinnen wirst, wie viel du von der Liebe Christi und von seinem Leiden gehört, geglaubt und bekannt hast. Wie du aber nicht ihm und seiner Ehre, sondern nach dem Belieben des Fleisches nur dir selber gelebt hast. Und wenn du daran denkst, wie diejenigen, die während der Gnadenzeit mit dir zusammengelebt haben, so wenig Erbauung von dir hatten, wenn du dir mit Gram sagen musst, ach, meine Kinder, meine Angehörigen haben von mir zwar viele gute Worte gehört, aber schlechte Werke gesehen. Darum ging das Gute, das sie hörten, ihnen so wenig zu Herzen. Meine Diener haben mein Haus mit dem Eindruck verlassen, dass diejenigen, die viel von Gott reden, nur Heuchler sind. Und so haben sie das Wort verachten gelernt. Gott bewahre alle Gläubigen beizeiten. Es ist gewiss wahr, dass niemand den Vorwürfen des Gewissens oder den feurigen Pfeilen des Satans entgeht. Niemand ist vollkommen. Am allerwenigsten wird die blinde Welt uns rechtschaffen nennen, sondern sie wird auch den besten Wandel schmähen, wie sie ja auch von dem Herrn der Herrlichkeit alles Üble sagte. Aber wir haben doch alle ein Bewusstsein von dem Unterschied zwischen der Schwachheit des Fleisches, deren wegen ich in der Buße, dem Besserungskampf und der Erkenntnis stehe,
und den Unarten, die ganz ungezügelt herrschen dürfen und mein eigentliches Leben ausmachen. Gerade dadurch wird das Evangelium gelästert. Denn wenn ich selber meine Fehler beweine und sie offen bestrafe, dann habe ich Gott dadurch die Ehre gegeben und das Evangelium vor Schmach derentwegen gerettet. Beachte aber noch das, was soeben von dem Zusammenhang zwischen dem Eifer für den Glauben und der Beweisung der guten Werke gesagt wurde. Wenn du bei deinen guten Werken immer und immer wieder von denselben sprichst, so dass die Werke und die Nachfolge Christi das A und O deiner Rede sind, dann kann man mit Grund befürchten, dass dieselben dein Herzenstrost, dein geheimer Glaubensgrund sind. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das Lied muss vom Lamm handeln, vom Lamm, das erwürgt ist und das unser Gott erkauft hat mit seinem Blut. Die Werke müssen aus dieser Liebe Christi fließen. Dann erhält Christus alle Ehre, so dass nicht unser, sondern sein Name geehrt und geheiligt wird. Wer der Heiligung nachjaget und hat kein versöhntes Herz, wen's Gewissen noch anklaget, dass die Sünde ihm kein Schmerz, wen der Glaub an Jesu Wunden noch nicht froh und frei gemacht und zur wahren Ruhe gebracht, der hat das noch nicht gefunden, woraus nach den Schriftideen wahre Menschen Gottes entstehen.